Ja, guten. Oh, verzeiht. Ich habe schon wieder das elendige Aufstoßen. Ja, wir sind hier in uralten Ruinen bei den Dalish-Elfen und jetzt muss ich wieder ein klein wenig in die Steuerung kommen. Denn bei Dragon. Ja, jetzt sage ich schon Dragon Age. Ja, wir sind in Dragon Age Origin, das stimmt. Wir waren aber auch in der Zwischenzeit wieder in Baldur's Gate 3. Und da habe ich immer Rechtsklick zum Gehen, wobei es dort Linksklick ist. So, also wir wagen uns weiter vor. Da sieht es noch okay aus. Der kommt doch wieder Genau zum so wird es Leben. geschehen. Ah, warte mal. Hatten wir ihren... Mal speichern. Sicher ist's... Genau, da waren wir doch. Aber selbstverständlich. Genau, die Gravuren am Altar stärker untersuchen. Die meisten Gravuren sind verblichen. Die wenigen, das wenige, das du erkennen kannst, umfasst auch eine Szene, in der der Verstorbene in eine große Kammer zur Ruhe gebettet wird. Es scheint, als würde vor der eigentlichen Bestattung irgendein Ritual vollzogen, bei dem auch der Altar eine Rolle spielt. Leider sind die meisten Runen nicht mehr zu erkennen. Genau, und dann haben wir mal den Altar in Ruhe gelassen. Ich bin Da haben wir erfreut. einen Brunnen. Das Wasser im Teich wirkt kühl und sauber. Es wird von einer inneren, möglicherweise magischen Quelle gespeist. Unter Wasser ist etwas, das wie ein kleiner irdener Krug aussieht. Den Teich in Ruhe lassen. Genau, weil wir noch nicht wissen, was das ist. Habe ich da nicht noch irgendwo gespeichert? Dann gehen wir mal hier entlang. Ah, da hinten. Das ist laut. Das ist viel zu laut. Das war jetzt unverhältnismäßig laut. So. Kleinen. Und du nimmst mir auch nicht. Du hast noch nicht da, den und nimmst mir mal einen kleinen. Oh, ich muss da. Ah, gerade noch geschafft. Gegangen. So. Nehmen wir. So, Liliana. Liliana. Zoro. Stufe 3.
nehmen wir. Und dann braucht es noch... Ah Mist, jetzt habe ich das, glaube ich, Klugheit, Stärke, Geschicklichkeit. Nehme ich Geschicklichkeit bei ihr. So. Zerbrochene Kiste. Haben wir etwas Geld? Genau so wird es geschehen. In der Oberfläche dieses Altars scheint es eine Vertiefung zu geben. Ich bin erfreut. Zu geben, in der man möglicherweise etwas platzieren könnte. Okay. Wir haben ja etwas im Brunnen. Vielleicht könnte das ja passen. Aber es würde mich natürlich freuen um jegliche weitere Hinweise. Da sieht soweit leer aus. Wo? Von hier vorne. Okay. Ich weiß noch vom letzten Aufnehmen, dass es mir einige Male gesagt hat, nö, mag nicht, ist zu modern der Rechner. Aber selbstverständlich. Zack. Ein kleiner Eisen. Wie ihr wünscht. Was ist denn das? In diesem Durcheinander ist keine klare Ordnung erkennbar. Allerdings sticht ein Gegenstand heraus. Ein kleines Glasphylakterion. Der Bereich ist unnatürlich kalt. Dunkle Schatten wirbeln um ein Stück Papier in dem Fläschchen. Das Fläschchen nehmen. Das Glas zerbricht, als du es berührst. Oh, nee. So einer, ja, Scooby. Der hat mir auch gerade noch gefehlt. So, mal. Nice. Immun. Nimm du mir einen kleinen. Und du mir auch einen kleinen. Wird erledigt. Ja, sicherheitshalber auch einen kleinen. Oh, schon tot. Alter, wie schnell ging jetzt das? Kleiner, kleiner, kleiner. Na, okay, hol mich hier raus. Lass sie zurück. Oh, ich nehme da. Beenden wir es. Alter, wie viel fast mal verwenden wir? Und schon wieder fast alle tot. Alter. Ich bin so. Oh. Und tot. Alter Vater. So. Boah. Ja, wir sind tot. Jetzt findest du dein Ende. Ja. F9. Nochmal so alles einsammeln. Alter, ist der stark. Na gut, es war bis jetzt noch jeder von denen extrem stark. Können wir irgendwas noch besser machen? Wir hätten noch Gift. Wir hätten Gift, wo wir da noch probieren können.
So, Fläschchen nehmen. Weiter. Dann Gift. Gift, bitte. Hier. Weil auch wenn es nur plus 1 ist. Wow, wow. Ich geh da. Was? Schon tot? Alter. Du musst. Klar. Okay. Ich lade. Und dann lassen wir den noch. Kommen wir später. Schade. Aber auch schon das letzte Mal war es ein verbitterter Kampf, dass wir das überhaupt ansatzweise geschafft hätten. So. Mhm. Bänderhandschienen. Sonst irgendwas? Nö. Ich geh mal hier entlang. Ich bin erfreut. Wir sollten lieber vorsichtig sein. Seht ihr das? Ja. Das war jetzt. Wir sollten lieber vorsichtig sein. Du, Kollege, mach's mir mal da. Da. Ja, okay. Ja. Seht ihr das da? Rüber. Das ist eine Falle. Ja! Das gefällt mir! Was? Zwei? So. Da, auf den nächsten. So. Dann um die Falle rum. Dann. So. Jetzt ist Papi. Und sie auch noch gefallen. Wenn wir vorsichtiger wären, würde so etwas nicht passieren. Einmal. Und sie auch noch einmal. Ah, okay. Einmal. Die sollen anhalten. Nicht, dass wir nochmals so eine Blamage kriegen. So. Schön nah, jede Falle entschärfen und die XP einsacken. Weil das gibt schon gute Erfahrungspunkte. Es fehlen uns noch. Ja, 800 ungefähr. Wir sollten lieber vorsichtig sein. Also 20 soll fallen und dann dürften wir ungefähr im Ziel sein. So. Alles nehmen. Hier haben wir keine. So. Aber selbstverständlich. Abenteurer-Tagebuch. Okay. Q.
Codex. Entfesselt. Die Reiter folgen mir in jede Stadt, seit ich die Geschichte entziffert habe. Jetzt ist mir klar, wie sie die Einheimischen mitnehmen, die mir am nächsten stehen, auf das ich keine Ruhe finde oder Bande knüpfen kann. Ich hielt es für eine Straße zum Ruhm und Ehre, aber bei jedem Schritt bringt mich seine Kralle zum Stolpern. Gaxkang, verflucht sei sein Name, und der Tag, an dem ich ihn zum ersten Mal vernahm. Auszug aus dem Tagebuch eines längst verstorbenen toten Abenteurers. In Ordnung. Schade. Aber gut, gibt's dann mehr für uns. Vor allem die XP, die sind lecker. So. So. Dann sind wir auch schon ziemlich nah dran. Jetzt sind es noch etwa 400. In Ordnung. Also ihr seht, das lohnt sich allemal. Gut. Dann dürfen alle wieder moven. Wir speichern vor der Tür. Und schauen uns weiter um. Okay. Wo sind wir hier? Okay, da geht's nicht. Ah, da wird sogar automatisch gespeichert. Wie ihr wünscht. Oha, oha. Oh. Unser Leben. Wir schauen. Okay. Da sind. Da wird irgendwas gemacht. Genau so wird es geschehen. So, wir speichern. Okay. Ach nee. So jemand. Ja. Mist. Könnt ihr bitte mal da rauf? Oh, natürlich sind die jetzt tot. Das kann ich nochmals neu laden. Wir gehen da mal auf Bögen. So, speichern das mal. Und dann so. Na schön, kämpfen wir. So. Dein Mund! Ich versuche, gnädig zu sein! Das gefällt mir schon besser! Was ist es so? So. Sie kam da und. Ja, genau. Da seht ihr, der Mann. Mit den Bögen sind wir doch viel, viel besser. So schön aus der Distanz. So. Da kommen noch die Kollegen. So. Locken wir die an. So. Haben einen Stufen auf. So. Den.
den Kollegen. Aber selbst. Ich verstehe es nicht, warum die nicht zurück. So. Speichern. Das ist hier wichtig. In Ordnung. Kettenrüstung. Dann mal schauen, ob irgendwas verzauberter Skelett. Hat noch ein paar Münzis übrig. Der hat 4, 8, wir haben 6 und 7, das heißt, wir sind besser. Und 9, 6. Drachendorn. Der wäre einiges besser. Dann würde ich den auf Liliana. 6, 7, genau, plus die Verzauberung, Perfecto Mundo. Dann Alistair. Hauen wir da schnelles Ziehen. Nehme ich den, gebe ich den ihm. Dann passt das. Morrigan. 5-2, das passt. So. Dann sind wir hier wieder. Helm. Dalish Handschuhe. 0,5 plus 1 Geschicklichkeit. Haben wir, glaube ich, selbst schon. Stärke 22, die wir bräuchten. Ja. Dann unser Kollege. 22 Klugheit bräuchten wir. Dann mache ich zuerst die Klugheit voll. Genau. Dann würde ich Gegenschlag, Unruhe, zwei Waffenkenntnis. Das gibt mir sicherlich noch ein bisschen was. Die Sache mache ich noch an, genau. Da das Buch sagt uns noch nichts. Mir kommt das irgendwie bekannt vor, und zwar aus Dragon Age Inquisition. Sieht irgendwie der Tempel sehr, sehr ähnlich aus. Voraussetzung Magier. Inventar. Morrigan. Rüstung. Plus 20% Kälteschaden. Nehmen wir. Und auch deutlich bessere Rüstung. Also für sie sehr nice. Okay, wo? Von vorne. Okay. Wir speichern und plündern mal die Skelette. Mist, wir sind auch schon beinahe voll. Doch, mitgenommen habe ich's. Oh, Diamant. Okay, wo geht's denn hier lang? Bau der Werwölfe. Oh. Okay.
Da müssen wir irgendwie durchschwimmen. Dann gehe ich jetzt aber zuerst mal irgendwo anders hin. Und schau mich um. Hier speichern. Da waren ja auch Kollegen hergekommen. Oh, Verlangsamungsrune ist nice. Alte Elfenrüstung. Vermächtnis Weißschuhe. Inventar ist voll, ja. Das ist doof. Was kann ich ablegen? Zerstören das. Und ein kleiner. Das. Dann heißt es jetzt für uns. Eingangsebene. Gehen wir in die Eingangsebene und gehen zurück und verkaufen mal Plunder. Weil zerstören möchte ich, wenn es geht, eigentlich nicht. Weil das ist rausgeschmissenes Geld hier und Geld ist. Da muss man wirklich zusammenkratzen. Einmal so rundum. Da können wir jetzt ohne Probleme durchrennen. Da haben wir es geschafft. Und dann meinte ich hier einmal durch. Hier entlang. Mein Headset bzw. meine Kopfhörer, die sagen die ganze Zeit, hallo, ich bin da. Ja, ich weiß, dass ihr da seid, weil ich höre mich, ich höre das Spiel. Somit eigentlich wunderbar. Nein, eins zu weit. Eins zu wenig weit. So rum. Dann geht's jetzt. Spinnen wir. Und schon ist jemand verfangen. So, hier raus. Erlaubt ihr? Ich könnte das machen. Ich glaube nicht, dass du es kannst. Genau, da bräuchten wir Fingerfertigkeit Stufe 4. Stimmt, hier war ja der Drache. Upsi. So. Jetzt, wo geht's? Berilienwald, genau dort möchten wir hin. Na. Und dann geht's wieder zurück in die große Kammer und dann schauen wir mal. Ja, da gibt's halt noch nicht so wirklich Schnellreiseoption. Deshalb muss man da ein wenig länger rennen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass man sämtliche Rucksackplätze mitnimmt. Den haben wir auch noch nicht gekriegt. Den Todesfürsten oder wie die da heißen. So. Und dann müssen wir hier rauf. Da an der Erde vorbei. Es hat so einen eigenen Charme, Dragon Age Origin. Ich lieb's. So, dann einmal hier. Dann müssen wir rechts mal. Nein, da geht's zum Dings. Wir müssen geradeaus.
Ja, dann kommen wir hier rüber und kommen dann hier vorne dann zum Lager. Hey, ich mag mich noch erinnern. Gut, jetzt ist es jetzt auch nicht ein paar Jahre her. Sondern, ich glaube, es 3 Wochen, die ich jetzt zwischen der letzten Aufnahme und dieser Aufnahme habe. So. Alles schön hier und dann sind wir auch schon da. Genau.